Ibiza Style TV. Here we go. Hi, ich bin Gina von Ibiza Style TV. Wir sind heute hier in Sonic Vista Studios und haben einen super Special Gast, und zwar Musti. Hi Musti! Hallo! Geht's dir gut? Mir geht's fantastisch. Schön. Was hat dich nach Ibiza gebracht? Ich war ja schon einige Male hier, immer in Sachen DJing eigentlich. Hab hier öfter schon aufgelegt in all den tollen Clubs und hab tatsächlich jetzt im Zuge meiner Albumproduktion dieses fantastische Studio 2 Wochen lang geschenkt bekommen. Dass ich mal, ach, geil. Genau, dass ich mal meinen Kopf freikriege und im Prinzip mal so Ideen sammeln kann und jetzt tatsächlich endlich mal mein 3. Studioalbum fertig kriege. Quasi als Geschenk, dass du dich endlich mal fokussieren kannst auf deine Sache. Du hast ja auch viele andere Projekte gemacht und jetzt auch Zeit für dein neues Album. Da sind wir ganz gespannt. Was erwartet uns denn da so? Ich habe so ein bisschen back to the roots. Also wenn ich kurz ausholen darf, ich komme ja im Prinzip aus einer Dance-Kultur. Habe natürlich schon immer so schwarze Musik gemocht und Alben produziert wie für Randy Crawford, Bootsy Collins und so. Aber so House war immer meins und DJ-Kultur und habe mit Horny meinen ersten großen Erfolg gefeiert damals. Dann kam relativ schnell Sexbomb daher und das hat mir so ein bisschen die große weite Welt der Popmusik geöffnet. Im Prinzip, dass man nicht nur immer seinen Stiefel fahren muss und soll oder kann, sondern auch so ein bisschen mal über den Tellerrand gucken darf und auch mit verschiedenen Künstlern arbeiten soll und darf. Das habe ich zwar immer gemacht, aber es heißt natürlich immer so, dass du sagst, ey, nee, und dann, das ist dann wieder zu kommerziell oder das ist nicht cool genug, wie auch immer. Und darauf gebe ich heutzutage nichts mehr und bin da jetzt so ein bisschen wieder zurück, dass ich sage, eigentlich im Prinzip das, was David Guetta allen Dance-Künstlern gebracht hat, dass du eigentlich mit jedem arbeiten kannst, das ist Tolles, was ich eigentlich immer gemacht habe, das will ich jetzt nochmal richtig kultivieren und ganz, ganz strange Künstler hier schnappen und mit denen was machen. Ah, super, also arbeitest du auch wieder wie früher mit ganz vielen verschiedenen Künstlern zusammen fürs neue Album. Genau. Sind wir ganz gespannt. Ich erst. Du bist ja jetzt hier auf Ibiza, um an deinem neuen Album zu arbeiten. Ja. Und wie ist der Unterschied für dich, hier im Studio zu arbeiten, als zu deinem eigenen Studio in Hannover? Also ich muss natürlich sagen, dass ich ein ganz, ganz tolles Studio in Hannover habe, eine tolle Infrastruktur und da kann man natürlich auch, abgesehen von fantastischer Musik auch, gibt es ein tolles Restaurant und so, also ich sag mal so, das Ganze drumherum ist schon toll, um zu arbeiten. Allerdings werdet ihr es kennen, dass man natürlich irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht und irgendwie nur so seinen Stiefel durchfährt, weil man irgendwie diese Gewohnheit in sich trägt und das war so die Absicht, auch hierher zu kommen und was mir aber trotzdem sehr, sehr hilft, ist natürlich, dass so ein High-Quality-Studio hier ist. Also ich hätte mich jetzt sagen, auch in eine Klitsche setzen können und wie mit dem Laptop, super, aber es ist natürlich toll, einerseits den Kopf freizukriegen und so ein bisschen dieses Nonchalant und Ibiza, so ein bisschen Laissez-faire und alles auf nett zu haben und trotzdem zu wissen, ich habe jetzt gerade eine super Idee und brauche irgendwie ein richtig gutes Studio gerade und es ist da. Und der Henry, der Engineer hier, dem das auch das Studio gehört, ist natürlich auch sehr hilfreich, ein sehr, 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 sehr begabter, talentierter Engineer und Produzent auch, der mir empfohlen wurde schon, jetzt habe ich ihn kennengelernt und haben schon ein paar Sachen gemacht, das ist toll. Wir sind hier jetzt nochmal mit Musti und Henry Sarmiento, Besitzer von Sonic Vista Studios. Henry, how was it to work with Musti? What did you guys do this we couple weeks? We mastered the new Copa remix that Musti did for Barry Manilow and Universal, and it came out extraordinary. Musti, erzähl uns mal ein bisschen über das Peppermint Pavillon in Hannover. Das mache ich gerne. Das ist jetzt mein derzeitiges Zuhause mit Firma, Musik, Restaurant und so weiter und so fort. Ich war lange in der Innenstadt von Hannover im Studio und wir sind nach der Expo im Jahre 2000 sind wir auf das Expo-Lände gezogen, haben uns von den Belgiern den Pavillon geschnappt und haben da im Prinzip komplett Studios reingebaut mit fantastischen Aufnahmemöglichkeiten, Eventhalle, Restaurant, Plattenfirma ist drin und so weiter und so fort. Also so ein multimediales Veranstaltungsgebäude quasi, aber auch sehr funky. Also unser Restaurant heißt Funky Kitchen zum Beispiel, spricht glaube ich Bände. Und da macht es im Prinzip wirklich Spaß, kreativ zu sein. Keep it hype, right in the night. Funky little DJ, keeping it tight all night.